Fronti von Mirko Morgenstern hier im Bild. Ihr werdet sicher denken, warum Fronti? Fronti kennen wir ja schon. Ja, Fronti kennt ihr schon. Fangen wir bei der Karosserie an. Ihr seht ja hinten Karosseriehalter, hinten nicht oben, sondern unten befestigt. So, seine Karosse. Aber das Interessante an der Sache, ach übrigens, ne, er fährt hier zwei Spoiler seiner Blitz IK9 Karosserie. Ganz wichtig. Ich habe nur einen letztens genommen. Ja, mit zwei kann man auch probieren. Aber das Interessante ist, was hier darunter ist. Und da, schauen wir mal. Was ihr seht, ist ja wahrscheinlich merkwürdig. Avetomatics Aufhängung, ARC Frontmotorhalter, Frontmotor drin. Ja, handelt sich hier um einen Avesomatics Umbau auf Frontmotor. Also es war mal ein Ave Frontmotor, Mittelmotor. Der Motor sitzt ja eigentlich hier, aber nein, wir haben hier einen Frontmotor. Ja, Umbau ist mit ARC-Teilen, also hier ARC Frontmotor. Halterung drinner. Diff ist etwas versetzt, also geometrisch etwas leicht verändert. Chassis ist Eigenbau. Ist also nicht übernommen worden vom A800FX, also von dem Fronti. Ist komplett neu. Hat Mirko neu gemacht. Aufhängung ist geblieben, vorne wie hinten. Diffgehäuse, also die Aufhängung hinten. Ansonsten Getriebeaufhängung, Anlenkpunkte geblieben. Topdeck, klar, musste jetzt auch angepasst werden, weil wir haben hier keinen Mittelmotor mehr wie der andere, also wie der andere von Avesomatics, der Fronti eher Mittelfronti. Hier aus Metall, eine Versteifungsplatte hat er drin. Akku fährt der, ja, ganz ungewöhnlich, in der Mitte. Wenn wir hier mal einen Blick von oben drauf werfen, Akku liegt komplett in der Mitte, Servo an der Seite. Hier ein paar Zusatzgewichte, um das Gewicht, also die Balance rechts und links auszugleichen. Lenkung übernommen vom Ave, das ist auch Ave geblieben. Aufhängung Ave, obere Aufhängung ist nur anders. Untere Aufhängung gleich, untere Diffhalterung auch. Nur hier die obere Aufhängung ist anders. Man hat auch hier noch andere Anlenkpunkte, hat er sich gemacht. Hat er jetzt nicht benutzt. Ansonsten, ja, komplett Eigenbau, bis auf, wie gesagt, die Teile, die Aufhängungsteile, Getriebeteile vom ARC übernommen. Ja, vom Prinzip, klar, Motor vorne bringt erstmal mehr Traktion auf bestimmten Strecken. Gerade beim Beschleunigen hat man erstmal mehr Traktion als mit einem Mittelmotor. Fahrzeug, ja, Aussage ist, lässt sich jetzt wesentlich konstanter fahren, als auf den Lauf gesehen. Ist es für ihn definitiv schneller. Hier Floating entkoppelte Halter für die Elektronik. Das ist nochmal wichtig zu wissen, was er hier verwendet hat. Befestigt hat er diese. Schauen wir mal hier an einer interessanten Platte, wo der Akku drinne liegt. Hier. Daran ist das. Sind hier die Halter für die Elektronik befestigt, hier an dieser Platte, und dazwischen liegt der Akku. Und wie ich das sehe, ist hier nochmal eine Metallplatte drin, um das Gewicht, den Schwerpunkt zu senken. So, hier andere Seite, Servohalterung. So, wie gesagt, hier an der Halterung ist das Servo befestigt. Ja, ich muss mal eine kurze Pause machen. Mirko schraubt gerade an seinem Auto. Seine Karosse nochmal. Jetzt macht er noch ein bisschen Setup an seinem Fahrzeug und bereitet sich für den nächsten Lauf vor. Ja.
So, nochmal das Fahrzeug hier. Ja, die Seitenplatten sind hier befestigt, hier und hier. Beziehungsweise vorne. Regler und Empfänger halt nicht direkt mit der Akkuplatte in der Mitte. Und hier die Platte ist auch entkoppelt von der Mitte. Hier ist ein kleiner Spalt von 0,5 mm. Der Akku ist hier nur an der Schraube und der vorderen Schraube befestigt am Fahrzeug. Damit ist der Akku definitiv nur, also die Akkuhalterung definitiv nur hier in der Mitte befestigt, wie hier vorne, aber nicht hier ringsrum. Und genauso die Elektronik, die hier noch befestigt ist, ist nur an der Akkuplatte und an der Aluminiumplatte darunter befestigt, aber nicht mit dem Chassis.